Heute ein neues Video über einen Patch, der heute rausgekommen ist. So kurz über zwei Neuerungen. Fangen wir gleich mal an. Die erste Neuerung, weiß ich nicht, ob ihr schon gesehen habt. Eben, wie Runen wo einsetzen. Ja. Also wie man hier sieht, Theomas größtenteils auf Vio. Und Vio Will meistens, ne? Oder Vio Revenge zum Beispiel. Kennt ihr euch jetzt dann aus? Teamcoms mit denen Theo. Ich weiß nicht genau, wie das, von wem diese Comms irgendwie kommen, von Guildies oder ob die irgendwie von kommt, was irgendwie selbst vorgeschlagen werden oder so. Schaut ein bisschen strange aus. Theo, Colleen und Legmaron. Keine Ahnung, aber okay. Da habt ihr irgendwie diverse Arena-Möglichkeiten, obwohl sieht irgendwie auch nicht ganz so prickelnd aus. Das zum Beispiel ist nicht übel, was ich so auf die Schnelle sehe. Also Kairos Dungeon, Feuerbeast und Dragons, warum nicht? Hall of Magic, ja. Ja, also ihr kennt euch aus und natürlich halt gibt es immer noch die Kommentare von den einzelnen Spielern. Gut, und ansonsten gibt es ja immer noch Google. Aber wir sind euch nicht böse, wenn ihr einen 200. Thread aufmacht, wie man Pernarund. Gut. Punkt 2 ist, hier im Gebäude, wo man Homunculus und Runen craftet, klickt man auf Special, gibt es jetzt antike Crystals. Comptoir selbst sagt, das ist eine neue Währung. Und ich muss sagen, sie haben absolut recht. Es ist zwar für viele vermutlich geil, auch ich finde es halbwegs gut, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich würde eher sagen, zum größten Teil wirklich negativ finde. Was kann man damit machen? Ich zeig's gleich. Also man braucht hier 20 von diesen ganzen Crystals. Und man kann ein Net 5, ein wirkliches Net 5 und kein Fusion Mond, keine Ifrits und keinen Homunculus und auch kein Fake 5-Star, warum auch immer man darauf kommt, nehmen. Im besten Fall natürlich ein Dupe, ne? Eh klar. Eines, was man schon mehr als einmal hat. Da ist aber wieder die Frage, wird das Teil vielleicht irgendwann gebufft? Keine Ahnung. Ich hab vier Pörners, ja? Und man kann auch nur 5-Star nehmen. Ja? Also wenn ich jetzt diesen Chivu zum Beispiel auf 6-Star machen würde, dann würde es nicht gehen. Ja? Die Frage ist aber zum Beispiel Juno. Ja? Juno ist für mich ein Monster, absoluter Müll. Würde ich nie in meinem Leben benutzen. Ja? Niemals. Nie, 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 niemals. Ja? Aber was, jetzt feed ich eine Juno oder beide Junos, ist ja egal. Ja? Was mache ich, wenn Juno irgendwann ein Patch bekommt, ein Buff, wo Juno richtig geil ist, wo es richtig geil ist, zwei Junos, drei Junos zu haben für Siege, für Guild War, keine Ahnung, für Speed-Teams, sonstiges, ja? Keiner weiß es eigentlich. Das heißt, was mache ich jetzt? Jetzt hebe ich ein Dupe auf, also vom Prinzip bräuchte ich ein Monster, das ich baue, und zwei Dupes, damit ich ein Dupe feeden kann, falls irgendwann mal ein Buff kommt, so auf die Art, ja? Eigentlich richtig behindert, meiner Meinung nach. Was wollt Comptos eigentlich damit erreichen, ja? Wie viele von uns haben wirklich viele Dupes? Eh nicht viele, ja? Und wie ich schon geschrieben habe, für 99% wird das Ganze wahrscheinlich in einer Woche spätestens uninteressant sein, weil sie keine Dupes mehr haben, ja? Da kommen jetzt wahrscheinlich wieder die Leute ins Spiel, die Geld ohne Ende haben, ja? Für die wird es sich natürlich lohnen, weil diese Leute haben sowieso alle Net 5s, bis auf die Light Darks. Die könnten jetzt theoretisch da wahrscheinlich wieder reinbuttern. Ne? Ich würde beinahe mal davon ausgehen, dass das irgendwie so der Plan von Comptos war. Okay. So, wir feeden jetzt einen dreckigen Chivu. Auch so ein useless Monster in meinen Augen, nachdem ich zwei Tyanas habe. Wir bekommen dafür 300 von diesen Crystals. Ja? Goodbye, Chivu. So, was machen wir mit den Crystals? Ihr habt da rechts oben unter meinen 763 Millionen Mana.
weiter zum Job. Gut. Was ich vermutlich machen werde in Zukunft und meiner Meinung einfach, ja, würde ich halt auch so empfehlen, immer schauen, dass man den Blessing hat. Blessing kennen wir ja schon seit Weihnachten und auch jetzt vom Event. Blessing ist dafür da, wenn ihr ein Net 5 bekommt, dann könnt ihr zwischen zwei auswählen. Ja. Wenn ihr ein Dupe bekommt oder was, keine Ahnung, wenn beide Crap sind oder halt beide Dupe, dann halt habt ihr halt wieder Crystals fürs nächste Blessing. Ja. Was irgendwann klappt es auch mit den Net 5s. Ist meine Meinung. Also ich werde auf jeden Fall schauen. Ich werde immer ein Blessing haben in Zukunft. Das ist, sage ich mal, mein Plan. Sollte ich beim übernächsten Blessing, also eins habe ich ja, also dann beim zweiten Blessing irgendwie halt ein Net 5 bekommen, dass ich dann nicht feede, nehme ich halt in Zukunft irgendein anderes Dupe, was ich da wohl habe und feede das wieder, dass ich mir wieder ein neues Blessing kaufen kann. Okay, was gibt's noch in dem Shop? Nur vier Dinge dabei. Reappraisal Stones kennen wir eh alle. Relativ unwichtig. Okay. Zum interessanten Teil, wo ich halt wirklich der Meinung bin scheinbar, dass das Ganze wirklich Pay to Win schon langsam wird. Man kann sich 3 Six-Star Legendary Runen aussuchen. Man kann das Ganze 20 Mal, also man bekommt immer 3 Möglichkeiten. Und ich weiß ehrlich gesagt noch gerade gar nicht, aber ich probiere es nachher aus. Man kann, glaube ich, theoretisch könnte ich jetzt alle 3 kaufen. Ich muss mich irgendwie nicht für einen entscheiden, wenn das richtig ist. Ne? Das heißt nämlich auch, es gibt keine, wenn ich das richtig sehe, keine Begrenzung, wie viele Net 5s ich feeden kann. Weil klicke ich hier drauf, zweimal. Zweimal in der Woche, dreimal wöchentlich, zweimal wöchentlich und hier steht mal gar nichts. Ja? Das heißt, wenn ich 10 Net 5s feed, habe ich 3000 Crystals. Wenn ich 100 Net 5s feed, habe ich 30.000 Crystals. Keine Begrenzung. Ne? Begrenzungen gibt es zwar hier. Man kann 20 mal rerollen. Jetzt weiß ich aber eben noch nicht. Ich probiere es dann mal, ob ich jetzt eben... probiere es mit Routen. Nein, ich probiere es mit den Dingen da. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle 3 kaufen könnt, weiß ich noch nicht. Probieren wir mal. Schauen wir mal, ob wir irgendwie was Brauchbares finden, okay. Scheiße, Mann, eigentlich würde ich gleich am liebsten alle 3 kaufen. Aber okay, ist egal. Rage. Das ist echt übel, wirklich. Eigentlich behindert das Ding nicht instant zum Kaufen, aber. Okay, Crap. Ich weiß gar nicht, was ich will, das ist alles so geil. Ich meine, Vio-Dinger halt, ne, wie immer. Vio. Keine Vio. Da. Wie lange würdet ihr raiden, ich meine, sarkastische Frage, sage ich mal, um so einen Gem zu kriegen, ja? Ewig. Okay, also ich kann jetzt dann wirklich, ich kann alle 3 kaufen. Jetzt überlegt euch mal, ihr könnt 20 mal rerollen, 20 mal 3 ist 60, plus die 3 am Anfang, 63 Legendaries, ja? Innerhalb von 2 Minuten gekauft. Und das jede Woche. Vom Prinzip, wer das Geld hat, Geld ohne Ende und Net 5s ohne Ende, muss nie wieder Raid farmen. Falls ich mich nicht irgendwie vertue. So. Schreibt es am besten nachher in die Comments. Ihr könnt gerne irgendwie eure Meinung dazu sagen, irgendwie diskutieren oder so, kein Problem. Und... So, was ihr davon haltet, ich muss sagen, also, falls man wirklich diese antiken Crystals oder wie sie auch immer heißen, nur durch Net 5s bekommt,
eventuell gibt es in Zukunft Events, wo man welche bekommt, könnte ich mir einerseits vorstellen und andererseits nicht, ja, weil Comptos einfach geldgierige Bastarde sind. Ja, das ist echt übel. Das ist echt. Allein wirklich, wie lange man farmen müsste, um wirklich. Okay. Eigentlich würde ich es gerne mit. Ja, probieren wir es mit Runen auch aus. Ich bin halt so ein Bastard und viele die dreckige Juno. Irgendwelche besonderen Runen hier. Oder da sind wir behindert, hier meine ganzen Net 5s haben dann nur Storage Net 5 und haben alle Runen. Ah, muss ich kurz Juno irgendwie. Schau mal, das ist glaube ich eine Legend Rune, jo. Entfernen. Die ist eh crap. Die ist eigentlich auch crap. Ja, die. Oh, fuck. Warum sie das nicht mal endlich ändern können hier? So. Muss ich nicht immer sowas hier machen. Ja. Kein Platz. Ja. So. Tralala. Juno, was sollte man? Ja, die wollten wir noch runternehmen. Ist zwar auch crap, aber auch eine Legendary Rune. Ist auch, aber. Werde ich eh nie verwenden. Ne? Und. Ja, was soll's. Ah, Mana scheitert's ja nicht. Okay. Dann Unlock Juno. Und dann feed mir das fucking Teil. Ich hoffe, ich bereue es nicht irgendwann wirklich. Mein Problem bei DupeNet 5 ist auch eigentlich Skill-Ups. Das ist mein Ding eigentlich. Ich hasse Monster, die nicht Max-Skills haben, ja. Das ist einfach was ich nicht pack. Und. Ich würde zum Beispiel, ich habe eben vier Pörners, ja, und benutze nur eine. Ich hätte kein Problem damit, irgendwie mehr Pörners zu bauen, ja. Das liegt doch gar nicht irgendwie an Vyrule, ich würde Pörner, weiß ich nicht, auf Full Broken Damage oder auf Rage oder Fatal oder irgend sowas oder Pörner mit 40k HP oder so, aber halt ohne Skill-Ups einfach zum Kotzen. So. Ich. Schau natürlich auf Vyrule-Runen. Ist eh klar. Da ich meine, überlegt mal, wie lange ihr farmen müsst für 63 Legendary 6-Star-Runen, ja. Durchschnittlich, ich habe es ja mal irgendwie getrackt, bevor irgendwie der Buff kam, waren es irgendwie 120 Grand pro 6-Star-Legendary-Rune. Sagen wir jetzt von mir, pro 100 Runs eine 6-Star-Legendary-Rune. Na, dann könnt ihr hier ausrechnen. 6000 Runs, ne? Grüß Gott.
Und ja. Die Leute, die halt nicht 5 Sets ohne Ende haben, denen wünscht man viel Spaß. Die Play-Drohne wäre irgendwie cool. Holy shit, hier gibt hier. Die Frost-Rune wäre auch perfekt. Meine Stats sind schon ein bisschen low, aber von den Subs generell alles oben, was Damage macht. Schaut irgendwie schlecht aus, gerade mit meiner Weiher-Rune. Huh? Ich weiß echt nicht, also. Was kommt aus der. Ich meine, es ist. Dupe Net 5s bringen halt nicht viel, ja, das mag stimmen, ja. Aber trotzdem irgendwie Net 5s einfach so zu feeden, so als ob nichts wäre, hier ist echt übel, muss ich sagen. Okay, wir haben keine Rune. Macht nichts. Dann. Ja, resettet sich das ganze Ding am Montag immer. Jo. Keine Ahnung, also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht begeistert davon, ja. Es wird einfach wirklich, es ist mittlerweile eh schon, ich habe es mal irgendwie so ausgerechnet, du müsstest irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube zu 1500 Euro oder was im Monat investieren, wenn du halt alles kaufst, ja, also alle Light Dark Packs, Runen Packs, Reappraisal Packs und alles, ja. Es fängt ja allein schon mit den Dingern hier an, ja. Allein wer es sich leisten kann, diese Dinger jede Woche zu kaufen, ja, hatte schon mal so einen enormen Vorteil. Das weiß ja keiner, oder weiß ich nicht, an das denkt ja keiner. Allein die Dinger, 1000 Dinger von denen, 3000 Dinger plus Runendinger muss man kaufen, ne? Jedes Mal 1500 Crystals, 6000 Crystals allein für die Dinger da, ne? Allein das sind schon über 200 Euro. Also, ja, keine Ahnung. Ich gehe wirklich davon aus, einfach, Commodore hat sich überlegt, wie kann man irgendwie so die großen Wale, wie man sie immer nennt, dazu bringen, dass sie halt wieder fett cashen, ne? Weil Scrolls müssen sie ja keine kaufen, also irgendwie Premium Packs, weil sie haben ja schon alle Net 5s, mehrfach. Jetzt geht es nur noch darum, halt um Shop Refreshes, weil Runenfarmen lohnt sich ja sowieso auch nicht. Deswegen Shop Refreshes und Wishes und alles. Für Light Darkmons, ne? Also keine Ahnung. Ich bin nicht sehr begeistert davon, aber wie gesagt. Ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu schreiben. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Aber ja. Jetzt. Habe ich, weiß ich nicht, was habe ich über. Ich habe Dupe Wusa, Dupe Praha, Chao und Brandia. Mit Chao und Brandia, vermutlich auch Praha, werde ich nie usen, ja. Den Dupe Wusa hätte ich schon längst gebaut, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe für Skill-Ups. Ja, und dann warst du es eh wieder, dann ist das Ganze für mich eigentlich uninteressant, ja, das dann. Muss ich, sage ich mal, warten, bis ich wieder einen Dupe kriege. Ja, das dauert von mir, weiß ich nicht, rechne mal alle 2 Monate, alle 2-3 Monate, bis ich irgendwie ein neues Net 5 bekomme. Ja, toll, das war's. Und dann interessiert mich das Ganze jetzt nicht. Ja, also alles unnötig hier, was da ist. Ja, na gut. Also wie gesagt, nochmal, könnt gerne mit mir drüber diskutieren. Würde mich interessieren, was ihr so davon haltet und. Tja, ich mache jetzt noch Guild War gegen Swag. Bis dann.